Oh nein, ich gebe ihm Stimbeeren. Die sind ja zum Aufwachen. Ups. Mist, jetzt ist er aufgewacht. Okay. Hilft nichts. Noch 30 Sekunden. Gut, der andere muss auch dran glauben. Ich glaube, dann schaffe ich es heute sogar noch Hallo zu sagen. Wo ist der andere? Ja, vielleicht. Der hat doch keine roten Flecken. Der könnte es vielleicht überleben. Was tämst du dir eigentlich gerade? Dodo. Okay. Also bist du immer noch nicht weiter als vorhin. Nein, überhaupt nicht. Ich habe ein Haus gebaut. Oh. Aus Stroh? Ja. Okay. Also ich bin etwa so beeindruckt wie, naja. Endlich! Ich hätte ja jetzt gesagt, wie wenn mir ein kleines Kind ein Bild malt, also ein wirklich kleines Kind so drei Striche auf den Zettel malt und sagt, hier, guck mal, was ich gemalt habe. Hm. Aber ich glaube, da wäre ich beeindruckter. Aktion, Ernteeinstellung, Befehlsgruppe, Verhalten, Inventar öffnen. Ja, wobei, die kann er drin lassen. Vorfahren ans. Ja, cool. Wilde Vorfahren. Ja, das ist neu. Ja, das ist neu. Abstammung. Neu seit etwa anderthalb Jahren. Krass. Das gab's noch gar. Ja, ich hab Ark seit 3 Jahren nicht mehr gespielt, also. Also. Cool. Als bei Ark die Züchtung quasi reinkam, war das am Anfang einfach nur eine Qual, das zu machen. Und das hat. Ich weiß auch nicht, seit wann es das mit den Stats und alles gibt. Aber. Es wurde halt irgendwann so gemacht, dass es wirklich ziemlich krasse Stats gibt auf die Züchtungen. Also, dass du die Stats ziemlich krass boosten kannst durch das Züchten. Mhm. Also du kannst einen Dino, der Level 150 ist, also 150 ist normalerweise das maximale wilde Level. Das bedeutet, den kannst du mit maximal 75, oh. Ich glaube sogar nur 74 Level drauf. Ich kann den Dodo sterilisieren. Ja, dann kann er sich nicht mehr fortpflanzen. Macht aber theoretisch keinen Sinn. Tja. Okay, folge mir mal. Tust du das? Brav. So, ich brauche irgendwo noch einen zweiten Dodo. Der da hinten schläft ja auch noch. Ich wollte mir einen Lystrosaurus zähmen und habe ihn K.O. Erst stand da, ich kann ihn. Ah, jetzt kann ich ihn wieder zähmen. Weiter zähmen. Den kann ich offenbar nur passiv zähmen. Das Problem ist, das dauert ewig bei dem. Essen die eigentlich Fleisch oder Beeren? Weißt du das? Welche? Das ist so eine kleine Echse. Ach, die Dinger, oh Gott, mach's gar nicht, die bringen gar nichts. Dann ist es halt wie ein schönes Haustier. Oh, ich kann auf Spielen klicken, ich kann auf Spielen klicken, ich kann auf Spielen klicken. Cool. Oh, das dauert ewig. Wait, nein, kein Workshop-Inhalt noch. Ich will nicht. Oh Gott, jetzt ernsthaft? Och nö, ich muss noch 3 GB Workshop-Inhalt runterladen jetzt. Ich habe keinen Bock, das zu deabonnieren, weil es sind halt meine ganzen Mods und alles. Oh, ich sehe da aber gerade was sehr Schönes. Okay, die essen gerne Pflanzen. Okay. Hallo. So. Ein Trilobite. Mache ich da nochmal am besten mit Axt oder Spitzhacke? Die gaben Chitin, ne? Ja. Ich glaube, mit der
Axt hat man die Felle und das Chitin bekommen und mit der Spitzhacke das Fleisch. Meine Ich ich. bekomme tatsächlich sehr viel Chitin. Okay, Und mit der Öl. Axt jetzt. Und eine Siliziumperle. Mit der Axt, ja. Sehr gut, sehr gut. Alles brauchbare Materialien. Gerade fürs Late Game. So, jetzt ist der erst bei 12%. Das dauert ja noch ewig. Wer? Mit der kleinen Echse. Kann man nicht machen, dass man die irgendwie schneller ziehen kann? Ja, kann man einstellen. Nee, ich meine nicht einstellen, sondern irgendwie was lernen oder so. Nein. Kann man ein Tier, das man nur passiv zäh statt passiv zu zähmen, auch aktiv zähmen? Nein. Aha. Man hätte ich das gewusst. Ich habe ihn nämlich vorhin tatsächlich bewusstlos geschlagen, weil ich dachte, es geht beides. Aber offenbar geht es nicht. Ach ja, es gibt übrigens in den Höhlen andere Tiere vom Level her als außerhalb der Höhlen. Also innerhalb der Höhlen sind die Level noch höher. Ah Da ja. sind die auf das anderthalbfache. Interessant. Oder ich weiß gerade nicht, ob es das anderthalbfache, aber ich meine, es war das anderthalbfache. Auf jeden Fall hatten wir es, also hatte ich es so, dass ich einen Bär in der Höhle, glaube ich, mit Level 400 hatte, wo Level 250, glaube ich, Maximum auf dem Server war. Ja, das waren schon ziemlich hohe Level alles. Standard Maximum Level ist halt 150. Und da war halt ein Level 400 Bär in der Höhle und ich wollte ihn eigentlich haben, ne? Halt in die Höhle rein, also es war eine große Höhle, konnte ich mit dem Drachen reinfliegen, also mit Ja. einem Wyvern, hab mir den halt gegriffen und den zu unserer Base gebracht und da halt betäubt. Und dann packe ich dem halt Honig ins Inventar, der frisst nicht. Ich habe dem alle möglichen Sachen ins Inventar gegeben, der hat halt nicht gefressen, Wieso nicht? weil der aus einer Höhle kommt und Höhlenpets, also Höhlendinos, Tiere, was auch immer, kann man halt nicht zähmen. Ist das fies. Ja. Das mit der Passivziehung dauert schon ewig. Ich bin jetzt erst bei 24%, also ich habe etwa ein Viertel. Du, das liegt nicht, dass es die daran, dass es eine Passivzähmung ist. Das liegt halt einfach daran, dass allgemein die Zähmung in A. Taren? Taren? Ich glaube, Taren ist weg. Oder wir sind weg. Eins von beidem. Taren? Ja. Du bist wieder da. Du warst weg. Ich war überhaupt weg. Ich habe dich die ganze Zeit gehört. Echt? Ich habe Ja. kein Wort von dir gehört. Okay. Okay, mein Ping ist ultra hoch. Tja. Jetzt, das liegt am Download. Das könnte sein, ja. Man hätte ich die Zeit vorhin genutzt, wo er bewusstlos war, wären wär wir jetzt wahrscheinlich vielleicht sogar schon bei 70%, Leute. Mist. Na egal. Machen wir es halt so. Ich will den haben. Und ist auch egal, dass er die ganze Zeit vor unsere Füße scheißt. Habe das Gefühl, dieses Let's Play What's Fun wird, da wird nicht viel passieren. Es muss nicht viel passieren. Ich habe das Format deswegen gemacht, weil ich Sachen spielen wollte. Auch auf meinem Kanal eben. Weil ich habe außer von den Let's Plays habe ich einfach so gut wie nie Zeit, irgendwas zu zocken. Oh, ein Ei. Und deswegen wollte ich halt auch mal was machen, wo ich sag, ich will mehr Zeit zum Zocken und habe halt das Format gemacht. Und mein Spielstil sollte eigentlich alle kennen. Ja, was ich allerdings sage, es ist bei 10 Stunden Spielzeit in den meisten Survival Games leider so, dass man da nicht viel schafft. Ja, es ist ja nicht mit 10 Stunden getan. Die Spiele können ja wiederkommen.
Wir könnten zum Beispiel nächsten Monat wieder Creativeverse spielen. Ja. Oder The Aber Forest. Und übernächsten ja. vielleicht auch wieder Ark. The Forest und Creativeverse, das geht ja vielleicht noch. Aber Ark ist halt wirklich ein Spiel, wo man so viel Zeit investieren muss im Prinzip, weil alles so ewig lange dauert. Ja, also wenn wir an den Punkt gekommen sind, wo etwas zu lange dauert, wo wir etwas haben, das länger als 3 Stunden dauert, dann würde ich es tatsächlich den Faktor so Offline machen. einstellen, dass es maximal nur noch 3 Stunden dauert. Okay. Ja, also wenn wir an den Punkt gekommen sind. Bis dahin würde ich mit den Werten spielen, die wir haben. Also, wo du, glaube ich glaube, du hast eh gesagt, ein T-Rex mit 6, 7 Stunden. Da würde ich die Werte für die Naja, 6, 7 Zähmung. Stunden nicht. Ich will jetzt nicht googeln, weil ich am Runterladen bin. Ja, Aber aber nee, wenn ich der glaube, halt. 2, 3 Stunden mit einem guten Taming-Dingens. Ja, dann 2, 3 Stunden sind noch in Ordnung, finde ich. Das geht noch. Und wenn wir am Ende der Aufnahme sind und sagen, ja gut, dann machen wir es halt am Anfang der nächsten Aufnahme, dann bereiten wir jetzt halt noch eine halbe Stunde vor, und fertig. Oder wir machen es halt im nächsten Monat, wo wir Ark spielen. Aber wenn jetzt etwas, irgendwas 6, 7 Stunden dauern würde, würde ich halt den Faktor einfach mal 2 nehmen oder mal 3. Damit das auf Ja. maximal 3 Stunden ist. Dann ist auch das Zähmen von den anderen Tieren wieder einfacher. Und das Zähmen von diesen starken Tieren ist dann halt so, dass es nicht eine ganze Nacht dauert. Ja. Aus unserer Zeit eben. Das ekelhafteste zu zähmen ist immer noch der Giganotosaurus. Giganotosaurus kenne ich gar nicht. Ich Das habe ist. gesehen, es gibt eine Einstellung für den Titanosaurus oder irgendwie sowas, Ja. dass er permanent gezähmt wird oder eben nicht. Ja. Und aber nur für den. Also das ist offenbar der mächtigste Dinosaurier, den es gibt. Ja, das ist quasi ein riesiger Brontosaurus. Auf dessen Rücken kannst du eine riesige Plattform bauen, auf der du quasi eine Basis errichten kannst. Ich habe übrigens deaktiviert oder aktiviert, dass man mehr als nur eine Ebene bauen kann auf den Rücken von Dinosaurier. Okay. Also zu weit übertreiben dürfen wir es halt nicht, weil da steht Warnung, zu hohe Gebäude können zu Latenzproblemen führen, aber. Ja, ich habe auf einem Server halt gespielt, wo wir mit Mods gespielt haben, habe ich ja erzählt. Und da war es dann so, dass einige sich, es waren so eine Tesla-Spulen, die halt, ja, auf Dinos, die sich in der Nähe befanden, mit Elektroschocks gefeuert haben. Krass. Oder auch Spieler, je nachdem, wie die Dinge halt eingestellt waren. Und ja, viele haben es sich halt so zur Aufgabe gemacht, einige größere Gruppen von Dinos effizient auszurotten. Und die haben sich dann einen Quetz genommen. Also ein Quetz ist der größte Flugsaurier, den es in dem Game gibt. Beziehungsweise der einzige, auf dessen Rücken man eine Plattform bauen kann. Also der einzige Flugsaurier. Und da halt von diesen Türmen so viele wie möglich drauf gebaut. Ich habe einen gemacht, wo ich glaube, da waren 3 Stück drauf. Das hat auch gereicht. Aber einige haben da dann, glaube ich, 20 Stück drauf geklatscht. Und da ist dann ab und zu doch der Server abgeschmiert. Oh, du hast einen Levelaufstieg. Sehr schön. So. Was machen wir denn mal hoch? Ein Punkt verfügbar. Aber tatsächlich wäre das auch ein Modpack, wo ich sagen würde, das bitte nicht drauf. Also, das ist einfach zu overpowered. Ja. Ich glaube, ich warte, bis die Dodo 7 Punkte hat und dann gebe ich überall eins drauf. Ich glaube, das mache ich. Dann hat sie Beim so stufenweise Dodo Verbesserungen. Ja, ich habe meinen Dodo macht Dodo genannt. ja. Ganz ehrlich, ein Dodo an sich macht eigentlich schon mal überhaupt keinen Sinn. Doch, legt Eier. Ja, gut. Dann macht das Einzige, was du eben skillen solltest, was Sinn macht, ist Leben.
Leben oder Nahrung? Je nachdem. Ja, ich hab's doch gern alles gleichmäßig. Es gilt bei mir auch gleichmäßig, mein Charakter. Okay. Ich sag da nichts weiter zu. Musste auch nicht. Will er mich verarschen? Der war gerade eben bei. Die Zähmung geht wieder runter im Sekundentakt. Bei wem? Bei dem Dino. Ich hatte den schon auf 60% oder sowas. Und jetzt ist er wieder. Welchen? Den Lüstrohr? Ja. Ja, wenn du den zu lange nicht fütterst, dann geht das runter, weil der ja hungert. Aber da steht, warte, bis er jungen kann. Ich töte ihn jetzt. Er kann mich mal. Ich töte ihn jetzt. Ja, Das ist deswegen jetzt. hasse ich passive Zähmungen. Ja, ich mag sie gerade auch nicht mehr. Okay, Dodo, gehen wir nach Hause. Vielleicht finde ich noch einen Dodo. Das ist eine Schildkröte, aber ich riskiere jetzt nicht, den Dodo zu verlieren. Ich hätte gern noch einen Dodo, aber. Oh, hier waren so viele Dodos, Tyron. Ja. Und plötzlich. Da bin ich später zurück und es war halt kein einziger Dodo mehr da. Also zwei noch. Und einer ist aber wieder aufgewacht, weil ich ihm aus Versehen die falschen Bier gegeben habe. Und ja, hat halt dann ein bisschen gedauert. Welche Let's Plays hast du jetzt eigentlich alle? Also einmal das Let's Play What's Fun, das Minecraft Let's Play. Die Ja. anderen sind dann noch Witcher oder ist das durch? Witcher ist schon ewig durch, schon seit einem halben Jahr. Über einem halben Jahr, glaube ich sogar schon. Nee, nee, Oder? Witcher meinte ich gar nicht. Ja, doch, Witcher ist durch. Nee, hier, nicht Witcher. Elder Scrolls. Auch durch, oder? Ja. Morrowind ist durch, da kommt tatsächlich am Donnerstag, also jetzt nicht für euch Leute, wenn ihr das Video hier seht, dann ist Oblivion schon längst raus, aber am Donnerstag kommt Okay. das erste Video Ah, von Teil okay. 4. Okay. Ist das eigentlich mit Teil 5? Dann spielst du dann beide durch, das normale und das Remake? Oder nur das Remake? Oder nur das normale Was quasi? für ein Remake? Ja, Skyrim hat doch das. Die Special Edition und die ist quasi mit besserer Grafik und alles. Und die normale. Ich werde die Version spielen, die ich habe. Okay, Äh, wenn ähm, du. du meinst wahrscheinlich eine Game of the Year Edition oder wie? Nein, nein. Okay. Nein, zu Skyrim gibt es tatsächlich eine Special Edition. Die kam raus, vermutlich aufgrund der neuen Konsolen. Damit es eine Edition für quasi die PlayStation 3 gibt, das war halt das erste, und dann quasi für die PlayStation 4 und das gleiche halt auch für Xbox, Xbox 360 und Xbox One. Und damit es auf den neuen Konsolen halt quasi das neue gibt, haben sie halt eine neue Edition davon rausgebracht, die Special Edition. Und damit die PC-Spieler halt auch was Neues kaufen können, müssen, sollen, wie auch immer, haben sie halt auch für den PC eine Special Edition rausgebracht. Ah ja. Allerdings, ganz ehrlich, sehe ich es nicht ein, Bethesda dafür noch Geld in den Arsch zu stecken. Nur dafür, dass sie das gleiche Spiel neu rausbringen. Denn etwas überarbeitet natürlich, klar, von der Grafik her, aber naja. Ja, also ich werde die Version spielen, die ich tatsächlich habe. Oh, wie geil. Ist das gerade ein Dodo?